Ja, dann, ich stehe jetzt nicht auf, um mir was zu trinken zu holen. Sehr gut, ich hoffe, du bist versorgt. Ich hatte übrigens ein schönes Slapstick-Bild von dir, also wirklich, wie du in dem Moment, wo du über das Kabel stolperst, fror das Bild ein. Ich hätte einen Screenshot machen sollen. Es war wirklich wie in der Comedy-Szene, auch wenn es traurig ist. Das ist ja einer der, du, das ist gleich der Anfang für die Folge. Das gerne. Grüß dich, Robert. Hallo, Rodi. Wir waren ja eigentlich schon komplett fertig, also aufnahmebereit. Wir waren im Vorgespräch und ich glaube, wir hätten eine Minute später angefangen. Ich wollte mir nur noch was zu trinken holen. Ich hatte seit 16 Uhr vorbereitet, hatte alles aufgeschrieben. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt, so über das Kabel zu stolpern, dass ich mit einem Ruck erstens das Audiokabel komplett verbogen habe. Ich wusste gar nicht, dass man Klinkenstecker so verbiegen kann. Und offensichtlich der Ruck hat gereicht, dass zunächst ein Monitor ausging und danach der PC überhaupt nicht mehr an. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich hatte natürlich tierische Panik, weil ich erstmal dachte, scheiße, was ist jetzt mit deinem Gerät? Und vor allem nach der ganzen Vorbereitung, ich wollte natürlich unbedingt aufnehmen. Und ich habe es ja dann, ja, 2 Tage sind vergangen, wir nehmen jetzt mit 2 Tagen Verzug auf. Von daher erstmal vielen Dank, dass wir es nochmal probieren. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass es A, geklappt hat mit der Aufnahme und B, dass die Systeme wieder laufen, möge es lange so bleiben. Die Exil-Hertaner-Community, die du angeschlossen immer informiert hast, hat dir feste die Daumen gedrückt und es hat gewirkt. Es scheint ja alles gut zu laufen. Wobei, ich glaube, wir schalten jetzt doch mal das Video aus. Ich glaube, es ist vielleicht besser. Wie du meinst. Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne-Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nur gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertaner Podcast. Nächster Halt, Berlin Olympiastadion. Ja, ist gerade ein kleiner Stimmungskiller, aber ich merke es gerade, machen wir das doch mal. Ich höre dir auch gerne zu. Ich höre dir auch gerne zu, Andi. Ja, wunderbar. Ja, Jubiläum. Heute ist der 20. Oktober. Vor genau 6 Jahren hatte ich zum ersten Mal mit dem Dennis, also dem besten Feuerwehrmann der Welt, aufgenommen. Es folgten noch ganz viele und ich will erstmal, also natürlich an dich jetzt sowieso, an den Dennis natürlich auch, aber an alle, die inzwischen mitgemacht haben. Ich kann sie einfach nicht mehr alle nennen oder die zwischendurch mal geholfen haben. Einfach einen ganz großen Dank sagen, denn meistens sind es ja Fans, die sowas noch nie gemacht haben, die sich getraut haben, da mitzumachen. Und vielen Dank dafür, auch das, was ihr erzählt habt, was ja oftmals auch sehr, sehr persönlich ist, also natürlich viel mit Hertha zu tun hat, aber auch immer eine persönliche Lebensgeschichte ist, oftmals, warum man aus Berlin weggegangen ist, aber warum nicht immer. Danke dafür, den Mut und sich die Zeit zu nehmen und die Geduld zu nehmen. Und wer weiß, wie pedantisch ich das vorbereite, das ist ja auch für euch nicht immer einfach. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Andi, zu den 6 Jahren. Ja, und danke für dein unermüdliches Engagement und wie du dich da reinhängst. Mir ist gerade klar geworden, das war Schicksal mit deinem Computer. Wenn heute tatsächlich der 20. Oktober ist, können wir jetzt wirklich taggenau 6 Jahre nach der Erstausgabe on air gehen, das ist doch perfekt. Also das war Schicksal, also dass der Computer kaputt gegangen ist, das wären dann 2 Tage zu früh gewesen, so ist perfekt. Also gräme dich nicht, es hat alles seinen Sinn gehabt. Ja, ich bete jetzt erstmal, dass es auch mal bei einer gewissen Konstanz bleibt und der uns nicht doch wieder zwischendurch verrückt. Das wäre natürlich das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können. Aber ja, vielleicht hat es ein bisschen was von Schicksal, wobei für mich ist es natürlich immer einfacher, das am Anfang der Woche am Freitag aufzunehmen. So komme ich halt am Sonntag recht, ja, ich will nicht sagen in die Bredouille, aber recht spät in den Abend und da ist so gesehen für mich der Freitag pragmatischer. Aber ich nehme es jetzt, wie es kommt und freue mich ja über das kleine Jubiläum und die Aufnahme am Jubiläumstag. Du hast schon gesehen, ich habe mir zu dem Podcast selber doch noch 2, 3 Notizen gemacht, was ich eigentlich ganz gerne nochmal nennen möchte. Also für mich bleibt natürlich Ziel des Podcasts immer, den Hertha-Fans eine Stimme zu geben, die in der Ferne wohnen und ja auch inzwischen mehr und mehr den Hertha-Fans, die in der Ferne wohnen, doch mehr Teilhabe als Fan und als Mitglied zu ermöglichen, was halt naturgemäß nicht einfacher ist. Und das ist jetzt vielleicht auch mal ein wichtiger Punkt, hier und da vielleicht mal was zu erreichen, die Nachteile so ein bisschen abzumildern, die für uns entstehen. Und damit meine ich nicht, dass man uns bevorteilen soll, sondern einfach nur da, wo wir einfach so ein bisschen hinten anstehen oder viele Probleme haben, uns einen Tick zu helfen. Und unter dem möchte ich eigentlich, oder unter diesem Geist möchte ich eigentlich auch verstanden werden. Ich muss allerdings auch zugeben, dass wenn man jetzt mal so ein Zwischenfazit aus 6 Jahren ziehen würde, dass das in Richtung, was hat man so auch für Exil-Hertaner erreicht, ja doch sehr, teilweise auch ein bisschen enttäuschtes Fazit ziehen müsste, weil ich freue mich über all die Leute, die ich kennengelernt habe, über all die Regionen, über die ich mehr weiß. Ich weiß, dass über den Podcast sehr viele Fans untereinander kennengelernt haben. Das freut mich immer mit am meisten. Aber ich sehe auch, dass letztendlich dieses Thema der Exil-Hertaner ja letztendlich ist, wo es niemanden gibt im Verein, der sich dessen ernsthaft annimmt und wirklich etwas ändert. Denn oftmals ist es so im kleinen Kreise, da gibt es viel Verständnis und viel Zustimmung. Und wenn es aber unter dem Strich darum geht, was hat sich dann wirklich verändert? Wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehe der letzten 30 Jahre, seitdem ich weg bin, dann war die größte Besserung und Verbesserung für Exil-Hertaner ja die Erfindung des Internets. Seitdem können wir halt viel aus der Ferne bestellen und kaufen. Aber darüber hinaus vom Verein aus gab es eigentlich sehr wenig. Außer, ich sage das immer mit dem Augenzwinkern, die Exil-Hertaner T-Shirts. Klinge ich jetzt zu negativ aus deiner Sicht? Nee, ich kann da wirklich andocken und ich sehe da auch ein grundsätzliches Problem in der Vereinspolitik, dass dann eben durch den Ausschluss nicht nur der Exil-Hertanerinnen und Hertaner, sondern auch älterer Menschen, behinderter Menschen ein echtes Repräsentanz- und Demokratiedefizit hat. Ich hatte erwogen, mich auch unter diesem Aspekt in der Satzungskommission, die mal eingerichtet wurde, zu engagieren, die aber auch nach meiner Erinnerung überwiegend oder sogar ausschließlich in Präsenz, also in Berlin, getagt hat. Was das für mich soll wohl nicht der Fall sein inzwischen. Ja, okay, dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Mal schauen, vielleicht ergibt sich da noch mal ein Fenster. Es gibt ja auch hier und da Faninitiativen, die das verbessern wollen, diese Abstimmungssituation, die aber von der Mehrheit noch nicht gutiert und nicht unterstützt werden. Mal schauen, es ist ein Prozess. Umso wichtiger finde ich deinen Beitrag, den du hier leistest, eben ganz bewusst unter dem Banner der Exil-Hertanerinnen und Hertaner aktiv zu werden. Ich erinnere mich an diesen einen Podcast, wo ich und einer von unseren Exil-Hertanern hier aus dem Podcast teilgenommen haben und die gesagt haben, die machen viele Podcasts mit ganz vielen Faninitiativen aus jeder Richtung in ganz Deutschland und die sagen, es ist ihnen der einzige Podcast, der ihnen bekannt ist, der sich explizit, also mit einem Schwerpunkt an die Leute im Exil richtet. Und das fand ich faszinierend. Insofern nochmal danke für dein Engagement. Du füllst da wirklich eine Lücke und dranbleiben heißt es. Ja, wobei auch da will ich nochmal gerne ergänzen. Auch der Grundgeist ist ja, dass wenn man selber so lange außerhalb von Berlin lebt und weiß, wie das ist, wie schwierig es ist, andere Fans zu treffen, dass das eben auch eigentlich so mal der Ursprung war, eben zu sehen, man ist nicht alleine. Und das ist auch das, was mich bisher eigentlich immer am meisten gefreut hat. Das Feedback, was ich gehört habe, wenn Leute gesagt haben, weißt du, ich kam mir immer irgendwie so ein bisschen wie der Exot vor oder so ganz merkwürdig, dass ich jetzt hier irgendwo ich sag mal aus Berlin, wenn man irgendwo in der Walachei wohne, ich bin Hertha-Fan, ich bin gefühlt der Einzige, vielleicht die Ehefrau macht sich noch über mich lustig, dass ich ja der einzelne Exil-Hertaner der Welt bin. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid nicht alleine. Man kann auch andere finden, man kann andere Fans finden. Zusammen dann zum Fußball zu gehen, unterwegs zu sein, ist halt viel, viel schöner, als wenn man das alleine macht. Und jeden Kontakt, den ich da vermitteln konnte oder jeder, der sich dadurch ermutigt fühlt, weiterzumachen und andere suchen, da freue ich mich dann aber auch wieder drüber. Schön, bin ich bei dir. Ja, war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich weiß, wollen wir Schluss machen? Nein, es ist ja Sonntag, insofern passt ja. Ja, also um es vielleicht nochmal zu erwähnen, ich glaube, wir haben diese Themen ja schon sehr oft hier gesagt. Es ist nach wie vor erstrebenswert, dass vor allem die Mitglieder, die bei einem Auswärtsspiel quasi ihren Wohnort am Stadion haben, einfach bessere Chancen haben, Karten zu kriegen. Ich glaube, da kann man mehr machen, da wäre das möglich. Ich höre seit vielen Jahren, dass vor allem die Mitglieder in Nordamerika darüber klagen, dass es kein ausgereiftes System zur Bezahlung der Mitgliederbeiträge gibt und deswegen halt auch von viele austreten, wenn sie nach Nordamerika ziehen oder erst gar nicht eintreten, weil sie sagen, ich höre so viel Schlechtes, deswegen möchte ich das machen. Das finde ich schade. Denn wenn jemand, der so weit weg wohnt in Berlin, von Berlin, immer noch sagt, ich möchte aber Mitglied sein, finde ich das eigentlich eine tolle Geste und finde es ein bisschen schade, dass es dann organisatorische Fragen sind, die dann da so problematisch sind. Denn internationaler Zahlungsverkehr, also bei allem Respekt in 2024, das ist jetzt keine Herausforderung eigentlich mehr, sollte man denken. Und ja, die Teilhabe als am Fanleben ist halt noch zu oft in Berlin, wo man, glaube ich, manchmal mit technischen Mitteln viel mehr machen könnte. Und da würde es mich freuen, wenn der Verein irgendwann mal umschwingt und nicht immer nur das sagt, was man nicht will, was man nicht kann oder was zu aufwendig ist, sondern mal damit anfängt, was ist möglich. Und ich glaube, das wäre schon ein tolles Umdenken. Habe ich doch wieder eine Rede gehalten. Du bist heute irgendwie in Predigtstimme. Mach weiter so. Ja. Wer hätte gedacht, mein Mikrofon als Kanzel. Nein, ich finde, jetzt haben wir uns aber lange um das Thema beschäftigt. Das ist auch, ich finde, aufgrund des Anlasses auch nochmal gerechtfertigt. Aber jetzt lass uns doch vor allem zur Hertha selbst kommen und zu dem, was uns nämlich vor allem verbindet. Das ist nämlich viel, viel wichtiger in der Hertha-Familie, nämlich Fan und oftmals auch Leidensgenosse zu sein als Fan von Hertha BSC. Ist nicht lange her, da ist der Trainer seit 100 Tagen im Amt. Ein gutes Viertel der Saison sind ja gespielt. Und ja, Frage ist natürlich jetzt, wollen wir nochmal so ein kleines Zwischenfazit ziehen? Und ich fange mal mit der schwersten Frage an. Was läuft denn aus deiner Sicht in dieser Saison gut? Ich musste ein bisschen suchen. Also erstmal ist es ein guter Zeitpunkt, um ein erstes Fazit und erste Überlegungen anzustellen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Spieltag war das jetzt eigentlich, aber wir sind noch nicht beim 10., ne? Da sagt man ja immer so, das ist immer so die... Der Neunte, ne? Also sind wir nicht weit weg. So eine erstes Fazit zu ziehen und ich glaube, wir haben schon viele Erkenntnisse gewinnen können und auch eine für mich herausragende Erkenntnis ist, es hat vielleicht doch nicht alles am Trainer gelegen. Ja, das ist ja eine Debatte, die ja gerade in der letzten Saison und auch mit der Vorstellung von Cristian Fiél sehr emotional nach meinem Eindruck geführt wurde, was den unseren entscheidenden Trainer angeht, Dardai und eben den neuen, mit allen für und wider. Aber für mich zeigt die Saison, die ein Stück weit sehr viele Wiederholungen und Erinnerungen und Déjà-vus aus der letzten für uns bereithält, können wir gleich nochmal etwas näher darauf eingehen, dass eben die Themen und Probleme, sage ich mal, die unsere, oder und auch die guten Sachen, die unser Team umgeben, struktureller Natur sind, die tief in der DNA unseres Vereins verhaftet sind, die viel mit den wirtschaftlichen Problemen und den entsprechenden Verwerfungen in jüngster Vergangenheit zusammenhängen, mit den personellen Verwerfungen, auch kurzfristiger Natur auf Spielerebene, auch auf Trainerebene, auf Leitungsebene des Vereins. Das sind so viele Themen, die eben auch in den sportlichen Bereich hineinwirken, die eben aufzeigen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass durch ein Fingerschnippen, sprich durch den einfachen Trainerwechsel, all diese strukturellen Probleme über Nacht gelöst werden. Aus meiner Sicht ist das Wunschdenken und vollkommen unrealistisch. Insofern sage ich, es ist gut. Ja? Ich habe den Eindruck, man hat sich hier einem Konzept verschrieben. Wir sind weiter dabei, sehr stark auf junge Spieler zu setzen. Viele Leute haben sich gut entwickelt, auch nicht. Nenn doch mal welche, weil wir wollen es ja mal konkret machen. Bei wem hat es sich denn gut entwickelt? Naja, du hast ja mir schon 2 aufgeschrieben, auf die wäre ich auch noch selber gekommen. Du kannst auch sagen, nein. Ja, nein, aber du hattest Scherhant Maser erwähnt. Scherhant eine sehr positive Entwicklung. Er kriegt jetzt die Räume, die er hatte, eben auch in erster Linie durch die Verletzung von Reese. Hat aus meiner Sicht den linken Flügel immer stärker werdend bespielt. Klar, er ist immer noch ein junger Spieler, dem sicherlich noch der Feinschliff fehlt, aber er deutet sehr vieles an und hat auch schon Tore geschossen, hatte Einfluss auf Spiele, zeigt sich defensiv verbessert. Mazas Entwicklung ist natürlich überragend, auch wenn natürlich noch sehr jung und nicht vollkommen, aber bringt unglaublich viel mit in der Offensive, wirkt sehr engagiert, für sein Alter schon sehr weit, ein Riesenfaktor im Spiel, aber um dann eben auch den Blick wieder zurückzuwerfen, auch Dardai hat ihn schon gebracht und hat ihn schon gesetzt und kann ja nur wirklich nichts dafür, dass er fast die ganze Saison letztes Jahr verletzt ausgefallen ist. Also alles auch so eine Themen. Ich denke, das Setzen auf Gechter am Anfang der Saison war sehr mutig. Ein Spieler, der sicherlich nach vorne sehr viel mitbringt, aber ich finde defensiv doch noch, das ist ja beim Verteidiger nicht ganz unwichtig, doch noch, glaube ich, viel an Körperlichkeit, an Timing, noch lernen muss. Da gefällt mir jetzt tatsächlich so Toni Leistner in den letzten Spielen sehr viel besser, auch was das Kopfballspiel angeht. Ja, das sind so Themen. Vielleicht jetzt von den jungen Spielern, wenn man das Thema, und dich mal wieder zu Wort leben lassen, das Thema eigene Spieler, Fortsetzung des sogenannten Berliner Weges, was man zu denen sagen muss. Clemens ja, auch gut. Ja, also mir ist es nicht einfach gefallen, einzelne Punkte zu finden, wo ich wirklich sagen konnte, da gefällt mir Hertha besser. Man könnte vielleicht rein formal sowieso sagen, dass die Qualität und die Kaderbreite im Mittelfeld einfach besser ist als letztes Jahr. Das wird dann letztendlich als Mannschaftsleistung noch nicht so in Ergebnisse umgesetzt, wie man sich das wünscht, sprich in mehr Siege, aber vor allem bei einem Cuisance, bei dem ich sehr, sehr skeptisch war am Anfang der Saison und dachte, na, mal schauen, was da kommt. Auch jetzt hier im Spiel am Freitag, ja, mit einer der besten Spieler gewesen, entwickelt sich sehr. Bei Sessa sehe ich noch Luft nach oben, der hatte jetzt einfach Verletzungspech. Was mir auch auffällt, ist, dass die Mannschaft durchaus aktiver mitspielt. Also wenn man das jetzt nochmal an dem Freitag misst, wir haben sehr viel Ballbesitz, das ist wesentlich aktiver als noch unter Dardai. Nachteil ist vielleicht, dass das noch bei weitem nicht in Torchancen und Torgefahr umgemünzt wird, dass man sagt, Mensch, sie haben genauso viele Torchancen, wie sie auch Ballbesitz hatten, nämlich wesentlich mehr, kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Aber der Trend, da einfach aktiver Fußball zu spielen und, ich sag mal, einen Hauch dominanter aufzutreten, das gefällt mir ganz gut. Und auch wenn das natürlich eher ein weicher Faktor ist, nicht die Frage, was läuft gut, sondern was kann noch besser laufen. Natürlich hoffen wir alle, dass Hertha sich mit der Genesung der vielen verletzten Spieler auch noch steigern kann und dadurch etwas Luft nach oben hat. Das ist jetzt, glaube ich, kein Selbstläufer, also eine unsichere Abwehr, die wird nun durch einen Spieler allein jetzt nicht unbedingt besser. Da muss auch das, sagen wir mal, Abwehrkollektiv einfach besser zusammenarbeiten. Aber ich glaube, da haben wir noch Luft und können auch noch mehr nach Aufbesserung hoffen. Hättest du sonst noch einen Punkt oder habe ich dir schon alles weggenommen? Nein, gerade die Frage, die du auch selber kritisch ansprichst, also wir haben jetzt einen radikalen Systemwechsel. Es gibt ja nur eine ganz große Grundentscheidung, wie baue ich meine Mannschaft auf? Will ich den Ball haben und das Spiel gestalten oder will ich reagieren? Dardai war ein Trainer, der halt auf Reaktion, auf Umschaltspiel gesetzt hat. Fiél setzt auf Ballbesitz und Dominanz. Ja? Und wir sehen ganz deutlich, wenn man die Spiele vergleicht, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ja? Und ich sehe es eben auch nicht, dass wir mit dem mehr Ballbesitz torgefährlicher sind und auch nicht per se besser spielen. Es gibt viele Leute, die denken, mehr Ballbesitz heißt automatisch attraktiveres Spiel. Das sehe ich nicht, weil wir halt eben sehr viel Ballbesitz in ungefährlichen Zonen haben und sehr schwer tun, in den Strafraum zu kommen. Schwerer nach meiner Einschätzung als letztes Jahr, wo es zwar nicht oft eben wir in die Umschaltsituation gekommen sind, aber wenn, dann häufig doch brandgefährlich wurden und auch eine hohe Qualität hatten im Strafraum und auch hochkarätige Chancen, die dann häufig zu Toren geführt haben, uns erspielen konnten. Im Moment ist wirkt es auch langatmig, trotz sehr starker Ballbesitzphasen. Also da bin ich unentschieden. Und das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und ich kann auch in dem Umschaltspiel, dem ja viele Mannschaften in Deutschland, gerade in der zweiten Liga, auch sehr erfolgreich umsetzen, kann ich durchaus auch was abgewinnen. Also das ist so für mich so ein bisschen so eine tote Diskussion. Aber ich sehe durchaus Potenziale. Ich denke, die Mannschaft macht es ganz gut, wenn man eben bedenkt, ein zentraler Abwehrspieler ist kurz vor der Transferfrist gegangen. Unser zentraler Mittelstürmer ist kurz vor der Transferfrist gegangen. Wir sind nicht alle Spieler losgeworden, die wir loswerden wollen, haben sicherlich auch nicht auf allen Positionen so optimal einkaufen können, wie man das in ruhigen Fahrwassern hätte machen können. Also insofern ist der Trend schon in Ordnung. Wir haben Kontakt zur Spitze, wenn auch ungefähr in demselben Abstand wie unter Dardai. Jetzt ist halt, die nächsten Wochen werden halt zeigen, können wir uns so stark in die Sichtweite der Spitzengruppe spielen, dass es etwas spannender bleibt für längere Zeit, was den Aufstieg angeht. Oder verlieren wir doch wieder den Kontakt und schaffen es nie, uns in den oberen Sphären zu etablieren. Was nicht unbedingt heißt, dass der Trainer oder das Team schlecht ist, sondern dass eben auch dieser sehr, sehr schweren zweiten Liga ein Stück weit geschuldet ist. Das sind so meine Gedanken dazu. Wenn du jetzt die Mannschaftsteile siehst, Es gibt einen Artikel von dem Stefan Hermanns, auf den komme ich nachher nochmal zurück. Der ist, glaube ich, auch schon 2 Wochen alt, der Artikel, aber leider sind viele Komponenten oder Aspekte, die er nennt, meines Erachtens immer noch aktuell. Da schrieb er sinngemäß, die Qualität ist im Kader nicht gleichmäßig verteilt. Sie ballt sich im Mittelfeld, wo es spielerische Klasse im Übermaß gibt. Im Sturm und in der Defensive sieht es hingegen eher dünn aus. Du hast es eigentlich eben schon angedeutet. Ist das denn alles? Geht es nicht eigentlich auch ein bisschen um Balance im Team, die uns fehlt, dass wir teilweise, ja, weiß ich nicht, vier Tore machen, aber auch 4 Tore bekommen, dass das manchmal so ein bisschen teufelswild ist, was wir spielen? Das wirkt ja nicht souverän. Also wenn man aufsteigen will, würde ich mir da mehr Souveränität wünschen und mehr Balance zwischen Abwehr und Sturm. Die haben wir auch nicht. Ja, das ist ja die große Kunst, ne? An der ja die Trainer und die Teams ständig feilen und entweder scheitern oder halt es gelingt, ja. Und das ist eben da die Abstimmung zu finden mit den vorhandenen Spielern. Das ist halt wirklich das ganz große Spiel. Wer dieses Rätsel löst, hat eben sehr gute Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen. Das ist Dardai und der Mannschaft aus unterschiedlichsten Gründen letztes Jahr nicht gelungen. Und dieses Jahr gibt es eben auch viele Probleme, die sich in diesem Bereich fortsetzen. Ich bin, was die Defensive angeht, was optimistischer. Ich finde, der Trend ist besser. Ich mache es jetzt auch an Toni Leistner fest, ganz bewusst, den ich als sehr zweikampfstarken, überlegten, konsequenten, körperlichen Verteidiger wahrnehme, der aus meiner Sicht sehr viel Ruhe da hinten reinbringt. Und ich würde mir wünschen, dass er auch weiterhin erstmal diese Rolle spielt, bis vielleicht auch die anderen jüngeren Spieler in diese Rolle gewachsen sind. Vielleicht kann Brooks, der war ja, glaube ich, auch weitgehend Stammspieler noch letzte Saison in der Bundesliga, wenn er wieder fit ist, vielleicht auch noch ein Qualitätsthema noch mit reinbringen kann, gerade in der Luft. Also da bin ich relativ optimistisch. Da teile ich die Analyse von Hermanns nicht. Da haben wir das Potenzial, auch eine Spitzenleistung zu bringen. Die ist noch nicht spitze, da sind wir noch weit von entfernt, aber da habe ich noch die meiste Hoffnung. Eher Sorgen bereitet mir tatsächlich das Sturmzentrum und überhaupt unser Spiel im letzten Drittel. Da rätsel ich noch ein bisschen, was Fiél will. Will er alles nur über den Boden machen? Will er alles nur mit Flachpässen machen? Haben wir dafür die richtigen Spieler? Es deutet so ein bisschen darauf hin, dass er diesen Spielstil bevorzugt. Jetzt gerade auch mit so einem spielerischen Stürmer wie Prevljak. Was ist, wenn Reese mit seinen starken Flankenläufen, die ja letztes Jahr ein Riesenfaktor mit Tabakovic waren, zurückkommt? Spielen wir denn wieder mehr in diese Richtung? Haben wir dafür wiederum die richtigen Stürmer? Ich glaube, da im Sturm sehe ich, also gerade im Sturmzentrum, in der letzten Reihe, wer verwertet die Chancen? Da sehe ich eben auch ein Thema, wo ich nicht weiß, wo wir hinwollen, und B, haben wir denn auch die Spieler dafür? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade in der Reihe, also in der vordersten Reihe, nochmal Veränderungen stattfinden, gerade im Sturmzentrum, jetzt sowieso noch im Rest der Hinrunde wird da sicherlich noch das eine oder andere ausprobieren, und wenn das nicht funktioniert, wird vielleicht auch nochmal nachgelegt werden, wenn man noch eine Chance hat auf den Aufstieg in der Winterpause. In der Defensive bin ich weiter, gefällt mir zumindest die Entwicklung. Ja, wobei im Sturm, ich weiß gar nicht, ob man auf die Winterpause warten muss. Ein Prevljak hat ja kaum Spiele gemacht und ein Niederlechner wurde fast nur eingewechselt. Wenn man jetzt das Spiel vom Freitag zu Rate nimmt, könnte man ja sagen, da haben sich eigentlich 2 für mehr Einsätze empfohlen. Denn ein Scherhant zentral und ein Schuler sind ja noch zumindest Fragezeichen dahinter. Sagen wir so, Schuler hat seine Chancen von Anfang an bekommen, jetzt Scherhant auch. Scherhant, habe ich den Eindruck, tut sich sehr, sehr schwer in der Mittelstürmerposition, kommen seine Stärken, sein starkes Dribbling, seine Schnelligkeit auch nicht so gut zum Tragen wie auf der Außenposition, wo er mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat, auch einen starken Aufwärtstrend aufgewiesen hat. Dem würde ich mir, solange Reese weg ist, auf der Außenposition wünschen. Schuler hatte bis auf das Spiel in Lautern mit den 2 Toren, sage ich mal, Licht und Schatten, aber hat zumindest angedeutet, dass er eine Lösung sein kann, aber ist jetzt anscheinend erstmal ein bisschen hinten dran. Ich finde, also aus meiner Sicht, aus der fernen Sicht, scheint mir Prevljak der kompletteste und geeignetste Mittelstürmer zu sein. Ich weiß aber nicht, wo da das Problem liegt, motivationsmäßig, vielleicht im Pressing nicht überzeugt oder andere Aspekte dagegen entsprechen. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt in den nächsten Wochen vielleicht 2, 3 Spiele auch mal wie die anderen am Stück erhält, um ihn mal zu wiegen, wie er weitergeht. Und bei Flo Niederlechner, dem wünsche ich das natürlich auch und traue es ihm zu, muss aber sagen, Mir gefällt seine Rolle als Spieler von der Bank im Moment sehr. Er hat einen unglaublichen Impact aufs Spiel, finde ich, kommt super rein und das ist echt eine Qualität, so einen Einwechselspieler zu haben, der sofort da ist, der Energie reinbringt, der was bewirkt, Tore schießt, vorbereitet und das eben von der Bank kann, aus dem Stand, das ist schon toll und das ist natürlich bitter jetzt für ihn, er wird sich sicherlich zu wünschen, von Anfang an zu spielen, aber tatsächlich würde ich sagen, lass ihn doch erstmal auf der Bank, da hilft er dem Team insgesamt im Moment mehr, wenn er denn in der zweiten Halbzeit reinkommt. So würde ich es im Moment sehen. Wie siehst du es, Andi? Ja, ich wäre dafür. Aber dann setzt du natürlich das Einwechseln erstmal nur fort, ne? Wenn du hast ihn jetzt eher als Einwechselspieler gesehen, richtig? Flo Niederlechner, ja, weil ich toll finde, wie er reinkommt und ich finde toll, wie er da auch agiert, soweit man das eben aus den Presse, sonstigen Berichten, Blogs und annehmen kann. Er scheint da eine sehr positive Rolle zu machen, obwohl natürlich im letzten Interview auch klar ist, dass er sich natürlich aufdrängen will für die Startelf. Wer will das nicht? Aber ich finde, jetzt ist erstmal wirklich mit so einem klassischen, gut ausgebildeten, körperlich präsenten Spieler wie Prevljak würde ich mich im Moment wohler fühlen erstmal. Ja, wobei dann müsstest du natürlich theoretisch auch grundsätzlich vielleicht auch so einen Spieler vielleicht früher bringen, schon zur Halbzeit. Wen jetzt? Flo Niederlechner? Ja. Ja, kann man ja schauen. Also bei Bedarf. Wenn es gut läuft, brauchst du es natürlich nicht. Aber ich meine, er war immerhin an 2 Toren beteiligt. Das als Stürmer. Also auf Dauer finde ich es schon schwierig. Dann, ich meine, man kann ja seine Einwechselqualitäten durchaus loben und sagen, da ist man eigentlich froh, dass man so jemanden hat. Aber wenn jemand so gut ist, dass er immer was bringt, wenn man ihn einwechselt, dann ist natürlich trotz allem die Frage, warum nicht von Anfang an? Man kann ihn ja dann immer noch wechseln. Also ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt den Freitag sehe, einen Thorsteinsson komplett rausgenommen. Man hätte einen Scherhant nach links nehmen können und dafür einen anderen Stürmer mit rein. Ja, genau, das hat Fiél ja auch zur Halbzeit gemacht. Ne? Mhm. Also das ist jetzt Geschmackssache. Also ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass also Fiél sagt ja selbst, er sieht sich da der Qual der Wahl ausgesetzt, schreibt allen in Frage kommenden Mittelstürmern eine hohe Qualität zu. Ich finde, also wie gesagt, diese Scherhant-Lösung hat mich jetzt zuletzt nicht überzeugt. Ich bin mal gespannt, wie er denn in Karlsruhe auftritt. Ist ja auch nochmal ein Spiel, wo man mal sicherlich in der Außenseiterrolle ist, die heute auch wieder gewonnen haben in der letzten Minute. Herzlichen Glückwunsch an unsere Freunde aus Karlsruhe. Sportlich geht es ja nächste Woche zur Sache. Ne? Das wird ein ganz spannendes Spiel. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Wie gesagt, mein Gefühl, also mein Wunsch wäre jetzt erstmal Prevljak zu sehen, aber unterstütze natürlich alle und ich mag den Flo Niederlechner auch sehr gerne, auch als Typen und gönne ihm natürlich alles und wenn er erfolgreich ist, hat er das. Aber jetzt mal gucken, womit Fiél um die Ecke kommt und welche Sachen er probiert. So lassen würde ich es ehrlich gesagt nicht. Also es würde mich überraschen, wenn Scherhant jetzt weiter im Sturmzentrum spielt. Damit wäre ich echt nicht einverstanden. Das hat sich aus meiner Sicht gar nicht bewährt. Wie ist da dein Eindruck? Oder ist für dich Scherhant auch auf dem Flügel besser aufgehoben oder doch im Sturmzentrum? Also ich dachte, er wäre im Zentrum vielleicht auch gut aufgehoben, aber mit seiner Dynamik finde ich ihn im Moment auf dem Flügel besser. Da hat er bisher die besten Leistungen gemacht. Ja. Beziehungsweise da war er auch meistens eingesetzt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber lass uns doch mal thematisch noch mal ein bisschen weitergehen. Die Frage war ja, was läuft eigentlich schlecht? Und du hattest auch schon, wo ich mich nochmal sehr gefreut habe, das mehrfach wiederholt und hast ja gesagt, naja, aber eigentlich setzen wir vieles, was schon vorher schlecht war, einfach nur schlecht fort. Ne? Also die Standards, würde ich jetzt nochmal konkret sagen, was wir da draus machen, das ist einfach zu wenig. Die Balance im Team stimmt noch nicht und die Anfälligkeit bei hohen Bällen, obwohl unser Gegentor ja kein hoher Ball war, ist natürlich auch etwas, oder nennen wir es überhaupt, die verhältnismäßig einfachen Fehler, die zu Toren führen, wo man dachte, das hätte man besser verteidigen können, das setzt sich genauso fort. Aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt in Kürze nochmal zusammengefasst. Ich hoffe, du findest dich wieder, weil ich glaube, in Teilen hattest du das schon gesagt. Ja, wie gesagt, aber für den Bereich habe ich die meiste Hoffnung. Gerade was auch unser Kopfballspiel defensiv, was ich, wie gesagt, aufgrund der Reinnahme von Toni Leistner schon jetzt in den letzten Wochen verbessert sehe. Vielleicht mit der Rückkehr von Brooks auch noch. Da bin ich guter Hoffnung. Ich will vielleicht noch einen jungen Spieler erwähnen, der sich auch verbessert hat für mich. Das ist Tjag Ernst, unser Torhüter. Ich finde, er hat einen kleinen Schritt gemacht. Man sieht ihn häufiger rauslaufen. Er wirkt etwas souveräner als letztes Jahr. Ich finde auch kein Quantensprung, aber eine schöne organische Entwicklung. Und ich hoffe, das geht weiter, so gerade was die Strafraumbeherrschung angeht. Und da helfen natürlich auch kopfballstarke Spieler, um ihm da auch die Sicherheit zu geben, in den richtigen Situationen rauszukommen. Also da sehe ich auch in dem Kader die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Und viele Tore fallen eben auch aus Umschaltsituationen. Hallo Umschaltspiel, ja, also Braunschweig, eine Mannschaft, die sich komplett dem Umschaltspiel verschrieben hat, das schön gemacht hat, ja, die genau die richtige Situation gerochen hat und dann auch umgesetzt hat in ein Tor. Und das ist halt so ein bisschen, da ist es mir auch ein bisschen zu einfach, auf die Spieler rumzuhauen, was auch Fiél sagt, wir müssen diese einfachen Ballverluste vermeiden, aber ich habe den Eindruck, dass diese Art und Weise zu spielen, nämlich jetzt wie Karbownik es gemacht hat oder auch Sessa, den Ball relativ tief in der eigenen Hälfte zu bekommen und dann sofort aufzudrehen und ins Dribbling zu gehen, das machen die ja ständig. Das machen die nicht gegen den Willen des Trainers, ja, sondern das ist nach meinem Eindruck auch wirklich gewollt von Fiél, aber das ist ein Spiel, das extrem riskant ist, ja, und das riechen die Spieler, und du wirst immer wieder in schwierige Umschaltsituationen rennen. Und da weiß ich nicht, liegt das nur an den Spielern, weil die zu unbesonnen ins Dribbling geht, oder ist es nicht auch ein Stück weit zu risikobehaftet, im eigenen Drittel da immer sofort aufzudrehen und das lange Dribbling anzuhalten? Also da kenne ich mich auch nicht genug aus im Fußball, will da jetzt nicht mir eine Meinung anmaßen, aber es fällt mir zumindest auf. Ich habe eigentlich noch sehr viel geschrieben zum Fazit. Sinngemäß habe ich mir überlegt, wie kann man eigentlich ein Fazit ziehen, was fair ist? Und ich habe überlegt, dass das fairste Ziel eigentlich immer ist, wenn man das Saisonziel gegen den tatsächlichen Tabellenstand misst, weil ich das für fair halte. Und ich war mir nicht so ganz klar, wie ist eigentlich mal das Saisonziel beschrieben worden. Und ich habe ein Zitat bzw. einen Artikel vom RBB vom Anton Fahl aus dem Juli 2004 gefunden, und da will ich mal ganz kurz zitieren. Mal wird es offen ausgesprochen, mal weniger klar formuliert, doch fest steht: In der Saison 2024/2025 will Hertha BSC die Aufstiegsränge angreifen. Der Kader ist darauf ausgelegt, zu den besten Teams der zweiten Bundesliga zu gehören, und schon alleine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte die Rückkehr ins deutsche Fußballoberhaus forciert werden. Ich würde ganz gerne noch dazu erwähnen, dass meines Erachtens Hertha wenn nicht den teuersten Kader in der zweiten Bundesliga hat. Das ist schwierig, da Quellen zu finden. Ich werde mal einen Link mit dazu nehmen von Capology.com. Die kenne ich nur bedingt. Wer die ein bisschen besser kennt und die einschätzen kann, ich bin da vorsichtig, lasse mich da gerne auch von Dritten nochmal so ein bisschen aufklären, oder lass mir da gerne Feedback geben, wie man die einschätzen kann. Aber Hertha hat einen sehr teuren Kader, und für mich steht schon mal fest, also für mich ist Saisonziel, um den Aufstieg mitzuspielen, mit zumindest einem der besten Kader der zweiten Bundesliga. Und wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich ein bestenfalls etwas besseres Mittelmaß, je nach Gegner. Und ich finde, wenn Hertha sich so fortsetzt mit der Leistung wie bisher, dann werden sie mit Aufstieg nichts zu tun haben. Tja, also dieser Vergleich teuerster Kader gleich beste Mannschaft, der funktioniert so nicht. Gerade wenn man noch ein paar Bobic-Vertragsleichen im Portfolio hat, ja, die man eben nicht in dem Maße abbauen konnte, wie man sich das sicherlich gewünscht hat. Gleichwohl ist es, ich glaube, also so offensiv hat es keiner formuliert, aber man will um den Aufstieg mitspielen. Das ist sicherlich klar. Ich hatte ja auch in einer Podcast-Folge in dieser Saison auch gesagt, dass es mit Blick auf diese wirklich schwere zweite Liga, die starke Konkurrenzsituation, selbst nach einer guten Saison sein kann, dass wir nicht aufsteigen. Ja, so ehrlich müssen wir sein. Dafür ist einfach die Konkurrenz sehr stark und auch diese Liga einfach auch ein Stück weit zu wild. Ja, hier Paderborn gestern, ja, die unter die Räder gekommen sind in Lautern, wo wir gewonnen haben. Die waren bisher ungeschlagen und. Da kann man noch mehrere Beispiele fortsetzen, wie die Kölner abgefiedelt wurden von den bisher eher unterperformenden Darmstädtern. Na, ich glaube, es ist vielleicht hätte es dieses Fazit, vielleicht hätte man die nächsten 3 Spiele doch noch abwarten sollen, weil jetzt kommen ja wirklich 3 Prüfsteine auswärts in Karlsruhe, Tabellenzweiter, sehr stark in Form, unsere Freunde dann zu Hause gegen Köln, eine Mannschaft, die sich aus meiner Sicht erwartungsgemäß trotz auch extrem hoher Qualität sehr schwer tut in dieser chaotischen zweiten Liga. Erinnert mich sehr stark an unsere Leistungen im letzten Jahr. Das wird ein Lackmustest und dann wiederum auswärts bei den möglicherweise dann auch wieder erstarkten Darmstädtern. Dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Ja, also ja, es kann sein, dass wir ein bisschen rumdümpeln, aber es kann auch sein, dass wir, wenn wir dann immer noch 5, 6 Punkte Rückstand auf den ersten Platz haben, sage ich, spielen wir um den Aufstieg mit, dann ist es viel zu früh, da irgendwelche Abgesänge einzuleiten. Ja, aber mir ging es um Fazit jetzt. Und ein Viertel war ja der Saison, ist ja einfach ein guter Punkt. Natürlich kann ich dann mal sagen, ich warte noch mal ein paar Spiele, Für mich war jetzt, ich würde jetzt wirklich den Punkt machen und sagen, wie ist es jetzt? Und vielleicht eine Besserung in Zukunft, so kann ich immer. Das wäre für mich eher die Frage, ist das Saisonziel in Gefahr oder kann es sich noch ändern? Da würde ich jetzt eher sagen, naja, das ist natürlich noch nicht final. Wenn die verletzten Spieler zurückkommen, kann ich hoffen, dass es nochmal besser wird. Also es muss ja nicht so bleiben. Es ist ja noch nicht alles verloren. Aber Stand jetzt finde ich, und ich würde vielleicht ganz gerne nochmal ein Zitat machen aus dem Artikel von Stefan Hermanns, weil ich finde, der hat das ganz schön beschrieben und vielleicht auch nochmal einen Grund genannt, warum es vielleicht so ist. Und zwar sagte oder schrieb er, legt man die branchenüblichen Schätzungen zugrunde, dann unterhält Hertha BSC allen finanziellen Schwierigkeiten zum Trotz immer noch einen der teuersten Kader der zweiten Liga. Gemessen daran fällt der sportliche Ertrag nach knapp einem Viertel der Saison definitiv zu dünn aus. Und später schrieb er weiter, dem Druck, sich keine Schwäche mehr erlauben zu können, war Hertha nicht gewachsen. Und verlässliche Hinweise, dass sie daraus gelernt und mental deutlich stabiler geworden ist, gibt es bisher leider noch nicht. Wir haben ganz wenig über Mentalität und über Druck gesprochen. Ich kann mich aber noch erinnern, dass das mal hieß, wir trainieren gut, aber wenn es zum Spiel kommt, habe ich das Spiel nicht wiedererkannt. Das haben wir früher schon mal bei alten Trainern gehört. Ich wollte gerade sagen, wie oft und jetzt hören wir das bei Fiél schon wieder. Weil die Probleme tiefer liegen. Ja, das ist doch, um das Fazit mal zu ziehen, die Entwicklung entspricht dem, was man erwarten kann. Also wer hier geglaubt hat, ein neuer Trainer kommt und wir spielen hier die Sterne vom Himmel, das ist absolut unrealistisch. Ich gebe zu, manchmal passiert das, dann fallen alle Puzzleteile wie durch Zauberhand an die richtige Stelle, aber das ist Wunschdenken. Das passiert einmal in 1000 Trainerwechsel. In der Regel müssen die strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden und müssen die richtigen Spieler geholt werden, das richtige Umfeld muss stimmen, der richtige Trainer muss stimmen, da muss so viel zusammenkommen und Glück, da musst du auch noch haben. Ja? Das sind alles Faktoren. Ich denke, wir bewegen uns in einem realistischen Korridor, was wir im Moment hätten erwarten dürfen. Es ist kein Überperform, aber es ist auch kein dramatisches Unterperform aus meiner Sicht. Das ist eine unsachliche Analyse, also wirklich unsachlich und nicht mit der Realität abgedeckt, wo dieser Verein als Ganzes steht und wo er die letzten Jahre herkommt. Insofern kann ich die Analyse vom Tagesspiegel hier nicht teilen. Mhm. Dann lass uns doch mal zum Spiel kommen. Ich weiß, dass ich am Freitag dafür, dass wir 3-1 gewonnen haben, ziemlich schlecht drauf war. Jetzt könnte man sagen, naja, nachdem was mit unserer Aufnahmesituation am Freitag ist das kein Wunder, aber das war vorher schon so. Und das hatte nicht damit zu tun, dass ich mich nicht über dieses 3-1 gegen Eintracht Braunschweig gefreut habe, sondern dass ich mehr aus der Vogelperspektive gedacht habe und überlegt habe, wir spielen hier gegen einen Verein, der womöglicherweise gegen den Abstieg spielt. Wir sind zu Hause, wir haben eigentlich einen im Grundsatz gut besetzten Kader und zeigen aber eine Leistung, die meines Erachtens weiterhin für mich den Verein nicht als Aufstiegsfavoriten verortet. Und das war eben so das, was mich so ein bisschen runtergerissen hat. Grüße Andreas Kurt, hat bei X geschrieben, ja, da soll ich nicht so miesepetrig sein, aber darum ging es mir überhaupt nicht. Das ging mir um die grundsätzliche Einordnung und das war halt kein tolles Spiel. Warte, ich lasse dir gleich Spielraum, dass wir noch weiter drüber sprechen können. Ich würde zunächst mal ganz kurz noch sagen, 3-1 ist es ausgegangen durch 0-1 durch Zabo, dann Cuisance, Maser und Niederlechner mit dem 1-1, 2-1 und 3-1 in der zweiten Halbzeit. Hertha war vorher auf dem vor dem 9. Spieltag mit 11 Punkten auf dem 9. Platz, hatte zuvor gegen Elversberg eine ganz furchtbare Klatsche bekommen und dann gab es noch ein 2-2 in Gelsenkirchen. Da war auch tabellarisch Hertha tatsächlich Mittelmaß Braunschweig mit 7 Punkten auf Platz 15 vor dem Spiel und Seevolk, der war gesperrt und wurde durch Karbownik ersetzt, wobei Marton Dardai dann als Linksverteidiger spielte. Ganz schwere erste Halbzeit. So, jetzt, sorry, jetzt habe ich lange geredet. Was willst du die erste Halbzeit zusammenfassen? Willst du es probieren? Was fällt dir zu so einer Halbzeit ein? Ich glaube, gut war es nicht. Nee, und du bist ja nicht alleine mit der Analyse und mit der Gefühlslage. Als ich so die Blogs durchgelesen habe, könnte man denken, wir haben 8-0 verloren oder so. Also so ist die Stimmung, ja. Die Berliner Fans, das hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal auch gesagt, wir sind traumatisiert, habe ich so immer den Eindruck. Ich ziehe mal so dieses Analogie zu einem echten Trauma durch die letzten Jahre und wir sind unglaublich dünnhäutig geworden, was uns, glaube ich, allen nicht gut tut. Ich will nicht schönreden, das war ein schlechtes Spiel, aber das Gute ist daran, das sieht der Trainer genauso. Ich fand die PK sehr interessant, wo man Fiél nicht nur verbal, sondern auch körperlich angesehen hat, wie sauer er ist. Und das ist schon eine gute Voraussetzung, dass er sich hier nicht blenden lässt, hier auch kein schön Wetter macht, nichts schön redet, sondern knallhart analysiert. Das gibt zumindest die Chance, dass man weiter dran arbeiten kann. Ja, wie das Tor fällt, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Umschaltspiel war ein schönes Tor. Ja, warum nicht auch Umschaltspiel? Aber viele finden das ja doof, also gut, spielen wir dominant. Du siehst, dass die Diskussion dreht sich im Kreis. Mal schauen, was du vorhin gesagt hast, und das schlägt so ein bisschen vielleicht die Brücke in die zweite Halbzeit. Du hattest vorhin das Thema Mentalität angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, die hat letztes Jahr schon gestimmt und ist dieses Jahr noch vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft dem Trainer folgt und auch an die Idee glaubt und sie umsetzen will. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft immer weiter spielt, sowohl wenn sie führt oder auch unentschieden spielt. Sie hat auf Schalke bis auf die letzten Minuten hat man gemerkt, dass sie noch Kraft hatte und zum gewissen Maß wollte, ohne jetzt zunächst ins Risiko gehen. Selbst in diesem Katastrophenspiel wie Elversberg, wo ja Nackenschlag auf Nackenschlag kam, hat sie aus meiner Sicht immer wieder versucht anzurennen und zu arbeiten. Und das hat sie gestern auch getan. Insofern die groben Parameter stimmen erstmal und ansonsten hüllen wir über diese erste Halbzeit den Mantel des Schweigens. Ja, es war eine schwache Halbzeit, wobei, wenn man jetzt mal nur die reine Statistik sich anguckt in der ersten Halbzeit, aber da sieht man wieder, wie wenig das manchmal aussieht. Wir hatten 62% zu 38% Ballbesitz für Hertha, was, und das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, bei weitem nicht hieß, dass deswegen Hertha druckvoll war und viele Torchancen hatte. 5:3 Torschüsse waren es und ich glaube, die beste Gelegenheit, die hatten die Gäste, als Cuisance den Ball verloren hatte und der Philipp dann aufs Tor geschossen hatte. Das war echt gefährlich und auch das Tor durch die Braunschweiger, naja, gut, also Dardai kann seinen Gegenmann nicht halten, der flankt. Und dann, du hattest ja Leistner gelobt. Ich kann mich noch erinnern an die letzte Folge mit Martin, wo der doch recht viel über Leistner geschimpft hat. Im Nachhinein hat es ihm ein bisschen leid getan. Er hatte, glaube ich, nochmal geschrieben, dass er sich vielleicht ein bisschen zu sehr hat verleiten lassen in dem letzten Spiel, über das wir gesprochen haben, dass Leistner ihm vorher nicht gut gefallen hatte, aber in dem Spiel tatsächlich gar nicht so schlecht war. Ich fand auch, dass Leistner eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber das war eben auch sein Mann, der ganz frei war. Er stand davor, er war einfach zu weit weg. Also da hatte auch Leistner seinen Anteil an dem Gegentor. Klar, das ist ja gerade die Krux, denn gerade bei den Innenverteidigern, die kann man eben nie freisprechen und ich will das auch gar nicht tun. Wobei, warum spielen denn so viele Mannschaften Umschaltspiel? Weil es verdammt schwer zu verteidigen ist. Du hast den Ballgewinn tief in der Gegnerhälfte, 1-2 Pässe und dann steht ein Mann vor Tor. Das sind Sekundenbruchteile, wenn sie gut trainiert sind und die Bälle gut kommen, die eben sehr, 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 sehr schwer zu verteidigen sind. Ich denke, eine größere Vorwurf trifft eben sicherlich Dardai, der ein Stück weit zu weit weg war, ein Stück zu passiv war. Das kann man aktiver verteidigen. Und ein Spieler, über den ich mich sehr geärgert habe, dem kann man das Tor nicht direkt ankreiden, aber meine Augen sind an ihm haften geblieben, während der Angriff lief in der Umschaltsituation. Þorsteinsson, der im leichten Trab gen eigenem Strafraum schlenderte. Er hätte die Chance gehabt, bei einem guten, intensiven Lauf sowohl den Flankengeber noch mit zu erreichen und den Dardai zu unterstützen oder in den Strafraum zurückzueilen und einen von den einlaufenden Spielern mit aufzunehmen. Er hat sich entschieden, beides nicht zu tun. Und das sind eben die Themen, die auch aus der letzten Saison nachwirken, dass du immer ein, zwei, manchmal mehr Spieler dabei hast, die in vielen Situationen oder manchmal auch wie gestern Þorsteinsson in der ganzen ersten Halbzeit komplett neben der Kappe stehen und leistungsmäßig und auch motivationsmäßig komplett abfallen. Und es sind immer mal wieder andere. Und das ist mir halt unerklärlich. Gestern habe ich mich eben an dieser Szene sehr über ihn geärgert, auch wenn er jetzt nicht im Fokus der Kritik stand. Und ich bin froh, dass Fiél so schnell reagiert hat und entgegen seinen üblichen Gewohnheiten schon zur Halbzeit Þorsteinsson von dieser wirklich erschreckenden Leistung erlöst hat. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, dass ein Spieler, für den wir für unsere Verhältnisse astronomische 1,5 Millionen € ausgegeben hat, so eine Leistung abliefert. Das macht mich tatsächlich strukturell eher etwas mehr betroffen. Ja, wobei er tat mir auch leid. Also er war von Jeckel ziemlich abgemeldet. Nichtsdestotrotz, er hat ja immer wieder seine Läufe über links gehabt. Oftmals blieb er dann hängen, und wenn er aber nicht hängen blieb und eigentlich in einer guten Situation war, dann kamen oftmals die Pässe in den Rückraum oder irgendwo hin, wo dann aber auch wirklich keiner da war. Und so hätte er da, wo er hätte punkten können und vielleicht doch noch richtige Torgefahr hätte entstehen können, ja, das eigentlich recht einfach vergeben. Das war schade, aber dass er ausgewechselt wurde und Prevljak reinkam, war sicherlich nur gerechtfertigt. Wobei, wenn wir das sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, dass Karbownik als Sechser auch nicht souverän war. Immer wieder gefährliche Ballverluste, ich habe ihn schon besser gesehen. Ja klar, er kam von 4 Wochen Verletzungen zurück und das kam ja auch in der PK vor dem Spiel auch so ein bisschen raus, ob man ihm jetzt schon, also die Zweifel der Journalistinnen und Journalisten, ob Karbownik nach so einer langen Abwesenheit schon direkt ins Mittelfeld zu stellen, was eben sehr laufintensiv ist, eben auch entscheidend ist, auch gerade für das Spiel von Fiél, ihn dann eben aufzustellen, auch eben mit diesem Plan oder zumindest mit der Carte Blanche, dann jedes Mal aufzudrehen und loszurennen. Das ist halt das, was ich auch schon vorher gesagt habe. Das birgt halt ein gewisses Risiko, ja, aber sagen wir mal so, bei Karbownik war es Licht und Schatten. Er hatte auch gute Szenen, wo er eben sich in Situationen auch gut eben durchgesetzt hat und seine Stärke mit den Dribblings und dem Ballvortrag auch bewährt hat. Also das würde ich nicht überwiegend negativ bewerten. Bei Þorsteinsson fällt meine Analyse leider sehr eindeutig negativ aus. Da gab es gar keine Szene, die ich positiv einordnen würde. Er hat wirklich unfassbare technische Fehler gemacht, wo man sich wirklich die Augen reibt nee, das war gar nichts, und ich hoffe, das hat mir so eher Sorgen gemacht, weil wir hatten ja so ein bisschen gehofft, da auch nochmal eine Alternative auf den Flügeln irgendwie zu bekommen, und das hat gestern wenig Hoffnung gemacht. Ich hoffe, das war nur ein Ausrutscher. Nochmal zu dem Spiel. Diese rote Karte für Grill, die hat ja dieses Spiel gedreht, wo Hertha so gut wie überhaupt nicht drin war und in einer ganz schlechten Lage war, weil man hatte halt einen Rückstand von dem 0:1. Und ich behaupte einfach, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das so sagen kann, es waren die Braunschweiger, die Hertha in erster Linie zurückgeholt haben. Denn der Keeper hat sich da völlig verschätzt, hat dann diese rote Karte ja riskiert, damit das Gegentor nicht unmittelbar kommt. Cuisance stand ja fast vorm leeren Tor. Ob das jetzt regeltechnisch ein Elfmeter war oder nicht und ab wann dann nun das Foul anfängt und wann nicht, das sollen andere klären. Das ist mir an der Stelle eigentlich egal. Ich fand es auf jeden Fall gerechtfertigt, weil das wäre ein Tor gewesen mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz Elfmeter, danach durch Cuisance, der sowieso für mich der beste Hertaner war. Es kam dann Niederlechner rein und der war gleich an der nächsten Chance oder ja am nächsten Tor eigentlich beteiligt, weil er gefoult wurde im Strafraum. Auch wieder überflüssig, ein Elfmeter für die Braunschweiger kann man besser klären, und damit war Hertha eigentlich wieder im Spiel. Man kann natürlich sagen, naja, sie haben halt nicht aufgehört zu spielen, sie haben die Gegner unter Druck gesetzt, sie waren vorne, dann passiert sowas. Aber würdest du mir zustimmen, dass es schon die Braunschweiger waren, die uns ins Spiel zurückgebracht haben? So hat es ja auch der Braunschweiger Trainer aus meiner Sicht und aus deiner Sicht ja auch richtigerweise auch eingeordnet. Wir haben das Spiel heute mehr verloren, als Hertha es gewonnen hat. Das bringt das gut auf den Punkt. Das waren natürlich spielentscheidende Szenen und zeigt aber auch mal wieder, wie wichtig eben so Spielverläufe sind und kleine Zufälle, was für mich dieses Spiel Fußballer eben so interessant macht. Ja, und so spannend, dass diese eine Szene das komplette Spiel kippen lässt. Und das ist uns ja nicht fremd, ja, in dieser Saison und auch in der Vergangenheit, dass eben auch eklatante Fehler uns schon Spiele gekostet hat. Diesmal war es eben umgekehrt und man muss eben auch zugutehalten, wir haben es eben auch genutzt. Ja, nicht nur, dass wir die Elfmeter getroffen haben, sondern wir waren druckvoll. Fiél sagt auch zu Recht, wir haben dann eben die Räume bespielt, die wir bespielen wollten und sind dann eben auch, und nur so kommst du dann eben auch in gefährliche Situationen und es passieren dann eben auch entsprechende Fehler. Wenn du gar nicht erst zum Strafraum kommst, ja, dann gibt es auch den Elfmeter nicht, weil ja gar keiner da ist. Ja, insofern kann man jetzt nicht sagen, das war jetzt nur pures Glück. Man muss diese Szenen auch suchen und dann finden und in dem Fall hat dann eben der kleine Zeiger den Ausschlag in unsere Richtung gegeben und das Spiel für uns gedreht und wir haben es dann auch gezogen. Das ist dann auch schon, da kann man dann auch nicht sagen, das ist jetzt nur Glück, sondern das muss man eben auch in dieser Situation machen, dass wir dann keine Zweifel mehr darüber gelassen haben, wer an diesem Tag diesen Platz als Sieger verlassen wird und insofern bin ich zufrieden. Eine clevere Aktion auch beim zweiten Elfmeter von Flo Niederlechner, der da nicht zum ersten Mal seinen Riecher für solche Situationen beweist und da genau das Richtige macht, ja, nach diesem Fehler und dahin geht mit aller Entschlossenheit und aus meiner Sicht auch klar gefoult wird. Also das ist in Ordnung. Also das ist jetzt kein Manko, kein Malus an dieser Art und Weise zu gewinnen. Das geht mir wirklich zu weit und verkennt eben, welchen großen Anteil der Zufall und der Spielverlauf eben an diesen Fußballspielen hat. Wir sind, wie gesagt, für mich klingt das immer nach Arroganz, dass wir, nur weil bei uns die Fahne auf der Brust weht, hier jeden Gegner, der nicht eine Millionenstadt ist, an die Wand spielen müssen. Das ist einfach nicht die Realität und damit tun sich, glaube ich, viele Hertha-Fans einfach schwer. Mhm. Maser hat ja diesen Elfmeter übrigens richtig schön und sicher verwandelt. Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hattest, der Schiri ist nochmal zu ihm hingegangen und hat gesagt, der Ball ist zu weit vorne, wo ich immer denke, oh Gott, in der Nervosität des Momentes dann nochmal den Ball nochmal zu korrigieren, das hilft einem ja auch nicht bei der Konzentration, aber hat er echt souverän gemacht. Ich meine, ist nach wie vor ein junger Mann, ne? Also den so souverän da einzuschieben, musste auch erstmal machen. Und dann, wie ich finde, ein wunderschönes Tor von Florian Niederlechner. Eigentlich müsste man anhand des Tores sagen, naja, vielleicht sollte man ihn doch mal von Anfang an bringen. Das war schön gemacht. Sessa hat ihn bedient und der ist dann ja im Mittelfeld noch ein paar Meter gelaufen, zieht ab und ja, haut den genau ins Tor. Das war schon schön anzusehen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass er noch aus dem Spiel das Ding macht. Waren 2 Toren dadurch beteiligt. Ein Umschaltmoment, ja, den ja so viele Hertha-Fans so hassen. Ja? Ganz schlimmer Umschalt, ganz schlimmes Tor war aus einem Umschaltmoment. Das ist ja ganz furchtbar. Nein, genau richtig. Schönes Pressing, genau der Kollege hat genau den Fehler gemacht, auf den wir dann auch gelauert haben, wie wir bei unserem Gegentor. Er hat unbedacht aufgedreht, im eigenen Drittel war ruckzuck von zwei Gegenspielern umgeben, die ihn fair vom Ball trennen, dann gehst du noch 5 Meter und haust aus die Kiste rein. Das war ja kein Granatenschuss, aber eben aus zentraler Lage, ohne großen Druck, konnte er dann auch den Ball präzise reinhauen. Schönes Tor, danke an Florian Niederlechner und Sessa für die super Umschaltaktion. Noch ein paar Worte vielleicht zum Elfmeter. Also Maser in der Tat mit beeindruckender Selbstverständlichkeit, nicht nur in dieser Elfmetersituation, generell wie er sich über den Platz begibt. Kaum zu glauben, dass er 18 Jahre alt ist. Ja, also das ist unfassbar. Interessant fand ich, deswegen habe ich es nochmal aufgegriffen, die Einordnung von dem Trainer in der PK, dass er es komplett den Spielern überlässt, wer die Elfmeter schießen, dass sie sich untereinander einigen. Interessante Maßgabe. Und dass sich dann auch Ivo Maser gegen Cuisance, der wohl auch den Elfmeter schießen wollte, auch durchsetzt und den dann auch so reinschlappt. Nee, also das aus meiner Sicht interessante Aspekt in der Führung von Fiél und eben auch interessant, dass sich da beide so einigen können und auch eben den Erfolg dann haben. Wenn es so weitergeht, gerne weiter so. Wenn ich in Berlin nach dem Spiel nach Hause gegangen bin, dann, ich bin ja typischerweise dann immer bei meinen Eltern zu Besuch, kommt eigentlich immer die Frage, wenn ich dann sage, sie haben gewonnen, dann kommt fast immer die Frage, war es denn verdient? Was soll ich ihnen sagen? Ja, also über 90 Minuten der verdiente Sieger, das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Also kann man das ernsthaft anzweifeln? Nein, ich denke auch nicht, aus dem ganz einfachen Grunde. Die erste Halbzeit war ja eigentlich ausgeglichen, ja, Braunschweig macht das Tor, aber überlegen oder das bessere Team waren sie nicht, höchstens das effektivere. Und nach der roten Karte war Hertha einfach das bessere Team. Die hatten, ich glaube, 16:5 Torschüsse über 90 Minuten. Wir hatten fast 60% Ballbesitz. Und das war, wie ich finde, in Ordnung. In einer Halbzeit gleichwertig, in der nächsten ja auf jeden Fall besser. Das passt schon. Ich würde allerdings nochmal, wenn es um einzelne Spiele den Cuisance nochmal hervorheben. Ich habe ihn eben schon erwähnt, aber er war für mich der beste Spieler auf dem Platz von Hertha BSC auf jeden Fall. Und wenn ich gucke gerade nochmal in die Statistik, übrigens der Spieler auf dem Feld, der beste Spieler auf dem ganzen Feld, also von beiden Mannschaften, wenn es um Laufleistung geht, 12,11 Kilometer gerannt. Also das ist nicht wenig und das fand ich schon sehr ansprechend. Bester Zweikämpfer war übrigens tatsächlich John Joe Kenny, der, wie ich finde, auch ein sehr mannschaftsdienliches Spiel gemacht hat. Ja, überhaupt hat mir die Defensive eigentlich gut gefallen. Ich hatte selten das Gefühl, dass da wirklich was ins Wanken gerät. Das war schon in Ordnung. Also das hat mir, deswegen auch so ein bisschen vielleicht dieser positive Eindruck, den ich ja so ein bisschen zum Trend hochrede, ja. Aber das passt schon, ja. Und du kannst mal so ein Tor kassieren, gerade wenn man eben so riskant spielt. Nee, das war schon in Ordnung. Wirklich abgefallen ist für mich nur Þorsteinsson. Der Rest hat solide gespielt, ohne zu überragen, und der Impuls von Niederlechner von der Bank war sicherlich mitspielentscheidend. Prevljak hat ein paar Szenen angedeutet, warum er eben, man hat bei ihm halt ein Gefühl, da steht ein richtiger Mittelstürmer auf dem Platz, der weiß, was er da tut. Ja, das hat nicht immer alles sofort Erfolg und nicht alles gelingt, das ist klar, aber du merkst, wie er sich bewegt, mit welcher Selbstverständlichkeit, dass er da Lösungen hat, dass er da einfach hingehört. Ja? Deswegen da nochmal das Plädoyer für einen Wechsel auf der Stelle. Nochmal eine ganz witzige Statistik, finde ich übrigens, ich sehe es gerade, ich bin drüber gestolpert, das will ich auch noch zum Besten geben, und zwar Ballkontakte. Ist jetzt vielleicht nicht die wichtigste Statistik, die man in einem Spiel haben muss, aber an den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die meisten Ballkontakte hatten 7 Hertaner. Hat natürlich ganz viel mit Ballbesitz zu tun. Toni Leistner, 94 Ballkontakte in 90 Minuten, mit Abstand am meisten. Also der hat eigentlich jede Minute mal den Ball berührt. Klar, Hertha hatte viel Ballbesitz und der hat hinten eingeleitet. Also er war schon verlässlich. Es ist schade, dass das mit dem Gegentor passiert ist. Ich finde, sonst hätte man eigentlich sagen können, dass Leistner da ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Und Clemens, der geht ein bisschen unter eigentlich auch. Also Clemens wirkt für mich, jetzt im Vergleich zu Gechter, der die Nase vorn hatte, ein Stück weit reifer, auch körperlicher in seiner Spielart und, wie ich finde, näher dran an den Profibedingungen. Das ist so mein Gefühl, das ist ganz aus der Ferne natürlich. Aber eben noch einen Schritt zu tun, eben was eben wirklich Körperlichkeit, Timing und ähnliches angeht. Aber da, wie gesagt, deswegen mache ich mir eigentlich um die Abwehr die wenigsten Sorgen, weil wir kriegen halt die Tore aus schwer zu verteidigen Umschaltsituationen und, was jetzt die letzten Woche wiederum besser geworden ist, eben nach Standards und aus der Luft. Aber da sehe ich schon in den letzten Wochen einen gewissen Effekt. Ja, manche machen ja dann, ja, das ist ein Standard, wenn dann die Ecke kurz ausgeführt ist oder dreimal abgewehrt ist und eine Minute später dann irgendwann doch mal der einschlägt, ja, die Standardschwäche, ja, weil es irgendwann mal nach einem Standard war. Ich finde, das ist dann auch nicht immer fair in der Bewertung. Also die Defensive, da hoffe ich, da liegt auch noch die meisten Ressourcen drin. Ja, wenn du dann eben doch noch häufiger den Gegner bei 0 oder vielleicht auch einem Tor halten kannst, haben wir dann eben doch genug Leute, gerade wenn Reese zurückkommt, auf dem Platz, die dann auch mal für mehr Tore gut sind, und dann kann vielleicht was werden. Was wir halt wirklich brauchen, und das wollte ich vorhin noch anbringen, es passt aber vielleicht hier auch so, woran ja auch Pahl ein Stück weit gescheitert ist mit der Mannschaft, weil es eben letztes Jahr dann eben so unbefriedigend im Mittelfeld geendet ist. Wir haben es nie geschafft, wirklich mal einen Lauf zu bekommen. Und den brauchst du einfach. Wir brauchen mal 3, 4, 5 Spiele in Folge, die wir A, nicht verlieren und B, vielleicht ganz überwiegend gewinnen. Und ich hoffe mal, dass jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Und das brauchen wir einfach, um wirklich ganz nach oben einzustoßen. Mal 2 Spiele gewinnen, dann wieder 1 verlieren, 1 unentschieden, wieder 2 Spiele gewinnen. Damit werden wir nicht in den Aufstiegsbereich vorstellen können. Da brauchen wir wirklich mal 3, 4, 5 Spiele in Folge, die überwiegend Siege darstellen. Und ich hoffe und wünsche es dem Team und auch dem Trainer, dass sie das mal schaffen. Aber mal gucken, wie es läuft. Die Garantie sehe ich nicht. Ja, dann, du hast es eigentlich schon erwähnt und ich würde das eigentlich recht kurz fassen wollen. Das nächste Spiel ist beim KSC. Viele freuen sich natürlich auf dieses Spiel, weil das natürlich dank der Fanfreundschaft extrem viel Spaß macht, eben den KSC zu besuchen. Auch beim letzten Auswärtsspiel beim KSC haben ja ganz viele Leute wirklich nur das Beste von diesem Spieltag erzählt, obwohl sportlich für Hertha eine Katastrophe war. Und ganz ehrlich, ich gebe normalerweise eigentlich keine Tipps ab, aber ich glaube, dass wir das deutlich verlieren werden beim KSC. Die haben einfach ein Niveau und ein Spielniveau erreicht, die weiter sind als wir, und ich rechne mir da nicht viel aus. Sollten wir dann unentschieden bekommen, würde es mich schon positiv überraschen. Also da bin ich doch sehr skeptisch. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass wir uns auswärts einfacher tun, und das ist sicherlich, Karlsruhe ist eine Mannschaft, die sicherlich auch mitspielen will, gerade zu Hause. Ja, und das vielleicht gerade mal unseren Spielern vielleicht in Pressing-Situationen entgegenkommt und wir vielleicht dann da auch vielleicht mehr Platz finden, auch für unser Ballbesitzspiel, als wir es vielleicht bei rein defensiv, destruktiv orientierten Mannschaften erlebt haben. Also es gibt keinen Grund, von vornherein hier dieses Spiel abzuschreiben. Favorit ist Karlsruhe, ganz sicher, aber gewonnen haben sie dieses Spiel nicht. Diese zweite Liga, das zeigen die Ergebnisse jede Woche, ist unberechenbar. Es hängt viel vom Spielverlauf ab. Man muss immer ein bisschen Glück haben auch, das gehört auch dazu. Wir können da gewinnen, wir können unentschieden spielen, wir können auch sehr gut verlieren. Ja, das gilt für fast alle Mannschaften in der Liga, ja, aber für den KSC ganz besonders. Wichtig wäre, also wir müssen uns, ich weiß, das war letztes Jahr auch so und es geht mir so und es geht sicherlich vielen anderen so, dass alle fiebrig auf die Tabelle gucken, die Abstände zur Spitze berechnen, die nächsten Spiele angehen und den Rechenschieber rausholen. Es ist vielleicht gar nicht ungesund, also ganz ungesund, das zu machen, vielleicht, gerade wenn die Saison eben noch so lang ist. Was ich mir wünschen würde jetzt für das Spiel in Karlsruhe, wenn wir mal sehen, wie die Mannschaft planvoll in den Strafraum kommt, dass man wirklich eine Struktur erkennt, wie man sagt, wie wollen wir Tore schießen, wenn mal alle wirklich konzentriert sind, 90 Minuten lang und wollen. Das würde mich schon fast freuen. Das sind so die Punkte, die mir schon Hoffnung machen würden. Ja? Denn wenn das eintritt, dann glaube ich nicht, dass wir da abgeschossen werden. Dann verlieren wir vielleicht mit einem, vielleicht auch mit 2 Toren, je nach Spielverlauf, aber wir werden da nicht abgeschossen. Das ist so meine Analyse. Und vielleicht, wenn der Fußballgott mal genau hinguckt und vielleicht der Spielverlauf uns ein bisschen begünstigt und der Rasen an der richtigen Stelle einen Huckel hat, dann spricht vielleicht auch ein Sieg raus. Ausgeschlossen ist das aus meiner Sicht nicht. Also wer hier denkt, wir fahren da nur hin, um abzugeben, dafür ist diese zweite Liga viel zu eng, und zwar vom 1. bis zum, sag ich mal, 16. Platz mindestens. Das ist ein schönes Schlusswort, denn ich gucke jetzt auf die Uhr, wir haben jetzt 1 Stunde geschafft, die Technik hält im Grundsatz. Ich habe bei dir gemerkt, es gibt immer wieder so ganz kleine Tonwackler, aber nach dem, was wir jetzt 2 Tage hier hatten, bin ich eigentlich froh, dass die Aufnahme überhaupt funktioniert. Ich hoffe, ich kann sie nacharbeiten und ich kann sie richtig speichern und es passiert nichts mehr. Ich habe ein bisschen Angst, habe ich immer noch, aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir es geschafft haben, und die kleinen Tonwackler, man kann es immer noch verstehen, das ist manchmal eine halbe Sekunde verzerrt, aber das nehme ich heute gerne in Kauf. Vor allem bedanke ich mich bei dir für die Geduld, dass wir es jetzt über 2 Tage gezogen dann doch noch hinbekommen haben. Dafür nochmal vielen Dank. Auch wenn es mich sehr gerne, auch wenn es mich überrascht, dass du ausgerechnet mit dem funktionierenden EST-System die Schuld an den Problemen gibst, ist in Ordnung, nehme ich auf mich. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mal hier mit dir zu schnacken. Ach so, eine wichtige Frage zum 6-jährigen Jubiläum. Habe ich es jetzt eigentlich mit der Aufnahme an die Spitzenposition geschafft? Das kann ich dir erst danach sagen. Oh. Erst wenn sie veröffentlicht ist. Oder hast du nicht nachgerechnet? Ich würde erst mal warten, bis sie veröffentlicht ist, dann weiß ich nämlich, dass halt alles funktioniert. Ich bin inzwischen vorsichtig geworden, den Tag vor dem Abend zu loben. Hast du die Kabel aus dem Weg geräumt? Ich habe sie so angelegt, dass ich nicht drüber stolpern kann. Aber ich muss natürlich hier noch alles sichern und speichern. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber so oder so, vielen Dank. Danke und schön, dir, dass wir am Ende diese Aufnahme machen konnten, dass wir über einen Sieg reden konnten. Und die 6 Jahre sind ja auch was. Das ist was. Danke dir, Andi. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Exil-Hertaner Podcast.